Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen dem VfL Oldenburg und dem BVB Dortmund. Wie immer gebührt dem Gast das Wort. Neben mir rechts Eliko Bana, Trainerin vom BVB Dortmund. Ihr Fazit zum heutigen Spiel, bitte. Danke. Erst einmal möchte ich gerne natürlich Oldenburg gratulieren. Sie haben heute wirklich ein gutes Spiel gemacht und entsprechend auch verdient gewonnen. Das von den Ergebnissen sieht man auch. Leider, wir haben viel vorgenommen und entsprechend diese ersten 10 Minuten bei der Mannschaft doch nervös angefangen. Ich denke, das ist auch völlig normal. Keiner wusste so richtig, wo steht, wer ist die stärkere Mannschaft heute. Und in dieser Phase, Oldenburg hat schneller zu Sieg gefunden. Und leider, dieses Handballspiel ist mal ohne Rückraumtore ganz schwer. Und das hat bei uns überhaupt nicht geklappt. Egal jetzt, welche Rückraum reingeschickt habe, haben wir zu viel die Ecke geworfen, sage ich mal, wo die Torhüter muss auch stehen. Und diese Flachbälle war auch für sie relativ einfach zu halten. Und Handball ist mal ohne Rückraum schwer. Dadurch natürlich die Anne Müller, ein guter Kreisspiel, wird doppelt also abgedeckt. Und entsprechend von außen, von Gegenschusstore, könnten wir unsere Tore machen. Leider in Karo Schmele kann ich nicht im Spiel so reinstellen, wie ich möchte, weil vielleicht ein oder andere weiß schon, sie hat Verletzungen und trotzdem musste ich heute mit ihr versuchen. Sie war die Einzige, weil wirklich hochgeworfen und dann ist deutlich, könnt ihr mal sehen, dass wie einfach kann man auch Tor werfen. Aber das ist so, dass von draußen als Trainerin kann so vieles erzählen, denn der Tag ist lang. Sie haben mehr den einfachen Weg gewählt oder, sag ich mal, blöd geworfen. Und damit, Oldenburg, hat natürlich immer wieder von unseren Fehlern gelebt und das haben sie genutzt. Also wie ich gesagt habe, sie haben auch verdient gewonnen. Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Leszek, dein Fazit. Ja, ich bin sehr zufrieden, dass wir eigentlich sehr deutlich heute gewonnen haben, obwohl, wenn ich ehrlich bin, ich habe das nicht so erwartet, weil man weiß, wir haben gerade in Frankreich ein Spiel erlebt, die auch mental die Mädels stark beschäftigt hat. Oft ist es so, dass nach so einem Spiel ist man nicht konzentriert genug. Aber das ist uns heute gelungen. Wir haben tatsächlich von Anfang an und eigentlich bis zum Ende sehr gut mit einer kurzen Phase in zweiter Halbzeit eigentlich sehr konstante Leistung gezeigt. Natürlich die Spielanalyse hat gezeigt, dass Dortmund momentan Probleme mit Rückraumreihe hat. Deswegen haben wir uns auch sehr kompakte 6-0-Deckung entschieden. Das ist uns gelungen, wirklich gut zu spielen. Der zentrale Block mit zuerst Steffi Kaiser und Kelly, später mit Kara Hartstock. Und Kelly hat fantastisch funktioniert. Die anderen Spielerinnen haben sich auch sehr engagiert verhalten in Abwehr und glaube ich, das war der entscheidende Faktor. Ich möchte wieder Madita belohnen, so eine junge Torhüterin und mit so abgeklärten Paraden sieht man wirklich selten. Man weiß allgemein, dass die Torleute brauchen ihre Zeit und Erfahrung, aber sie spielt momentan wirklich super Handball und macht ihren Job besser, als wir wirklich gedacht haben. Ja, und vorne haben wir recht diszipliniert, konsequent gespielt, ein bisschen länger die Angriffe aufgebaut und trotzdem, dass wir wussten, dass Clara Woltering eine Weltklasse-Torhüterin ist, ist uns gelungen, eigentlich richtig zu werfen und ich denke, dass insgesamt war das vielleicht sogar die bessere Leistung, die wir diese Saison gezeigt haben. Gibt es Fragen von den Medienvertretern oder den anderen Zuschauern? Das ist nicht der Fall. Dann vielleicht noch eine Frage an Sie. In Ihrer Mannschaft haben Sie 3 Nationalspielerinnen. Hat es eine Rolle gespielt, dass der Nationaltrainer heute auf der Tribüne stand? Saß. 4, Entschuldigung. Also mit dieser Nationalspielerin, dem Bittikam haben sie schon 7 gesagt für Dortmund. Ich werde sagen, dass Anne Müller jetzt auch in die Nationalmannschaft eingeladen, aber jetzt wirklich nur am Notfall. Also lassen wir mal einfach die Geschichte so, dass wir haben 2 Rechtsaußenspielerinnen, die Svenja Huber und Sella Kramer, bei Nationalspielen und eine kann natürlich spielen, also eine sitzt auf dem Bank. Und Clara, unsere Nationalspielerin im Tor. Und grundsätzlich, ich denke, wenn jemand national spielt, muss da Leistung bringen. Egal, dass die Bundestrainer auf der Tribüne sitzt oder nicht da sitzt.
Aber heute habe ich von meinen Rechtsaußen beide nicht so viel gesehen. Und sage ich nochmal, trotzdem grundsätzlich, es geht darum, dass von der Rückraum müssen wir mehr Druck ausüben, dann entsprechend die Abwehr muss mehr raustreten und nicht einfach auf die Linie bleibt und dadurch natürlich die Außen hat auch mehr Platz. Aber das darf nicht sein, dass die Bundestrainer beeinflusst unsere spielende Leistung. Leszek, vielleicht eine Frage noch an dich. Für die, die regelmäßig zuschauen, war, glaube ich, deine erste Aufstellung durchaus eine Überraschung. Kannst du dazu was sagen? Ja, natürlich kann ich. Also für mich war das keine Überraschung. Ich habe von Anfang an betont, und das betone ich immer wieder, und meine Spielerinnen wissen, dass wir gerade so eine Kader haben, dass man tatsächlich nicht auf eine besondere Aufstellung sich verlassen soll oder muss, oder meine Spieler müssen nicht unbedingt auf dem Spielfeld beginnen. Wichtig ist, dass wir als Team gut kooperieren zusammen. Ich habe heute mich für diese Aufstellung entschieden und dann haben wir gesehen, dass alle Spielerinnen, die von Bank gekommen sind, haben auch sehr stark diese Teamleistung unterstützt, und das möchte ich weiterspielen. Ich werde sicherlich wieder einige vermutlich überraschen mit Aufstellungen. Ich habe nicht vor, jetzt eine erste Formation unbedingt zu suchen, weil das absolut nicht notwendig ist. Wir haben mit unserer Rückraumreihe so viele Möglichkeiten. Deswegen müssen wir einfach genießen, jede Minute auf dem Spielfeld. Aber gleichzeitig, die, die nicht spielen, sollen sich nicht bestraft fühlen, beziehungsweise das falsch interpretieren. Es ist immer wichtig, wie wir ein Spiel als Team beenden. Und heute, das war, glaube ich, das beste Beispiel, dass mit Teamleistung, wo jeder engagiert ihre Aufgabe erfüllt, kann man sehr gute Spiele liefern. Und das ist uns gelungen. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich bei Liko Bana. Wünsche gute Heimreise zurück nach Dortmund. Danke, Leszek. Und vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.